Hallo und willkommen zurück in Adania. Ding dong. Klappt noch alles? Und es gibt wieder was zu zeigen. Und zwar da vorne. Oh mein Gott, Sandu hat weitergebaut. Sandu hat weitergebaut. Oh, schnell hin und mal schauen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, okay. Das sieht doch nicht schlecht aus, ja. Und wer kann es schon erahnen, was das wird? Weiß es schon jemand? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß es ja, was es wird. Oh Gott, freue ich mich. Schauen wir mal nach, was er denn bisher alles verbraucht. Ja, hier geht's noch. Ja, hat noch genug, ne? Holz war ja alles weg, ist aber auch nicht so schlimm. Ich denke, Holz hat er ja genug gebraucht hier. Oder verbraucht, und das reicht auch. Mehr braucht er nicht. Okay, gut. Sehr schön, Sandu. Da freue ich mich. Ja, du hier wieder in der Ecke, ne? Jetzt, wo das Ding hier fehlt, stehst du wenigstens auf dem Boden. Na ja, gut, okay. Wir haben ja ein bisschen was gebrannt. Das holen wir mal schnell. Hier drin. Genau, Glas. Oh Gott, das Inventar ist einfach voll. Meine Güte. Das kann man hier drauf stecken. So, gibt es noch irgendwas zu stecken? Nee, was war hier noch? Mehr Glas und noch mehr Glas und überhaupt ganz viel, doll viel Glas. Ja, das sind 4 Stacks. Ob die reichen, keine Ahnung. Wir können ja einfach mal noch ein bisschen was nachlegen. Ja. Ach, dieser Schnee. Warum nur auf 16? Warum geht das nicht höher, Stecker? Das gibt's doch nicht. Na gut. Also. Quatsch. Damit wir brauchen ja Sand. Was mache ich denn da? Das hier. Okay. Wir haben Sand. Nee, der ist drüben. Der ist drüben. Hier war sowieso nichts. Hier nicht und da nicht. Na ja, nichts. Okay, 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 okay. Gott, hier gibt's keinen Sand. Gut, dann brauchen wir eine Lore. Ich glaube, die Loren sind jetzt alle drüben. Ja, die sind alle drüben. Gottdammit. Okay, ich will jetzt aber auch kein weiteres Eisen dafür verschwenden. Wir laufen einfach mal, aber ich lade vorher ein bisschen was aus. Hier ist ja sowieso Schnee drin. Angeblich. So. Ja, doch, hier ein bisschen was ist drin. Ja, was nehmen wir sonst noch alles mit? Das hier, weil jetzt geht's, in dieser Folge geht's jetzt um den Canyon, dass wir ihn mal mit Glas zukriegen. Das können wir noch wegtun. Das hier auch weg und das hier weg und das hier weg und dann sieht's ganz gut aus. Ein paar Fackeln brauchen wir dafür, für den Abstieg, weil ich will auf jeden Fall auch mal runter. Und um da runterzukommen, hier, brauchen wir noch den Eimer und ein bisschen Wasser. So, Fackeln, ja, haben wir ein paar dabei. Nicht sonderlich viel. Vielleicht Kohle ist hier keine mehr, ist alles weggebracht. Okay. Hier haben wir Kohle drin. Holen wir hiervon einfach ein bisschen was raus, dann können wir noch Fackeln machen. Gut. Dann zur Verzierung von dem Ganzen, vielleicht die noch. 8 Ranken sollten erstmal reichen. Okay. Vielleicht ein bisschen Zuckerrohr. Zumindest mal 2 Stück. Und hiervon noch ein bisschen. So. Ja. Reicht erstmal. Das ist gut. Und jetzt laufen wir die Strecke, die wir für gewöhnlich fahren würden. Und es donnert wieder. Warum auch immer. Da ist die Lore. Komm, Rest fahren wir noch. Ja,
Hey, aussteigen, aussteigen, aussteigen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt fährt ihr echt nach Hause, ich wollte schon sagen, ne? Jetzt kommen beide wieder. Das geht denn endlos weiter? Nee, hier hört's auf. Okay. Gut, die zwei sind dort geparkt. Alles ist gut. Wir gucken kurz nach den Villagern. Ich würde sagen, sieht gut aus. Der da hinten steht so ein bisschen Chap in der Tür. Der wird schon sein... Jetzt ist er reingegangen. Okay, er wird schon wissen, was er tut. Gehen wir weiter. Ach, da fahren wir jetzt mit der Lore hin. Ja, aussteigen. Alter, Mensch. Ist so ein bisschen laggy gerade alles. Ich weiß nicht, ob ihr das so miterlebt. Das ist aber echt gerade so ein bisschen laggy. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ob es jetzt am Server liegt oder wahrscheinlich eher am Minecraft gerade. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich bin im Hintergrund noch was am Rendern, deswegen... ja, daran kann es liegen. Das ist natürlich super, wenn man jetzt hier so am Abgrund arbeitet und es ist so laggy. Wichtig, erstmal schauen, ob hier nicht irgendwo noch ein Creeper rumgammelt, der einen von hinten ansprengt. Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht so aus. Gut, da runter zu kommen, da gibt es einen guten Trick. Bauen wir uns einen kleinen Fahrstuhl. Oh, ich habe keine Schilder mit dem Leuchtturm, die brauchen wir nicht. Könnte ich auch... Könnte ich auch noch bauen. Führt da irgendwas ganz runter? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Da nicht. Also hier hinten eher. Hier nicht. Hier vorne in die Ecke. Jo, gut, okay. Bauen wir uns halt einen Fahrstuhl. So. Und hier runter. Das ist nicht schön. Das ist zu viel. Oh Mann. Ja, hat sich gut ausgebreitet. Ich hätte es direkt so machen sollen. Na gut, okay. Gut. Ich denke mal, das dürfte jetzt mittlerweile unten sein. Dann gehen wir mal runter. So. So sieht das Teil also von unten aus. Ja, gut, schnucklig, klein. Jetzt ist auch nicht viel. Nun gut. Einfach sagen, hier machen wir mal so ein paar Lichtlöcher rein. So, dass man das von oben nicht so gut sieht. Nee, so. So ein bisschen passives Licht. So. So, dieses ganze Geruckel. Ich werde mal kurz nachprüfen, woran es liegt mit dem Geruckel. Kurze Pause, ich bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder zurück. Jetzt sollte alles ganz glatt und fließend laufen. Es war wirklich die Kombination aus neuer Aufnahme, Rendern und das Spiel. Das hat dem Ganzen irgendwie dann doch den Rest gegeben. Mein Prozessor hat es nicht geschafft. Jetzt habe ich wieder Leistung und jetzt geht's endlich. Hier vorne, hätte ich gerne einen Wasserfall. Das heißt, das können wir so ein bisschen vorbereiten. Es fließt dann hier runter und dort rein. Vielleicht auch noch dort ein bisschen weiter, muss man mal schauen. Und so kann es erstmal bleiben. Das Wasser soll sich erst nämlich etwas später ausbreiten, zu Anfang erstmal nicht. Haben wir einen ordentlichen Boden. So.
Achso, die Beleuchtung. Hinter dem Wasserfall auch ein bisschen. Und hier. Da darf das Wasser nach unten kommen. Ja, da oben müsste noch ein bisschen was an Stone hingepackt werden oder so. Das ist... Obwohl, nö. Testen wir einfach mal aus. Gehen wir hoch. Ich glaube, ausgeleuchtet ist es ja jetzt ganz gut. Würde ich fast behaupten. Das Ding hier... Na, packen wir wieder weg. Dafür machen wir das hier weg. Da oben ist nicht ausgeleuchtet. Okay. Gehen wir wieder hoch. Aber das geht aber schnell. Here we go. Wer jetzt runterschaut, sieht es schon etwas freundlicher aus. So ausgeleuchtet. Gut. Dann machen wir mal einen Wasserfall. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, wenn man das Teil hier hinsetzt. Moment, mal schauen. Wie war das? Hier ist mittig, glaube ich. Also hier hin. Wasser Nummer 1. Breitet sich natürlich tierisch aus. Kann ich wieder ausleeren? Ja. Soweit so gut, aber, wir könnten hier auch einfach ein bisschen durchbuddeln. Wo habe ich denn meine Schaufel hier? Also, dass das Wasser sozusagen von hier dann da durchfließt und hierhin, ich glaube, das war der Block und dieser hier, die zwei. Das reicht schon. Oh, es ist fies, ne? Da werden wir nicht reingeraten. Ach, schön. Ja, okay. Da oben ist wieder... Ich wollte schon sagen, Creeper nicht, aber Gott sei Dank das hier. Okay. Ja, machen wir hier mal kurz dicht. Das lassen wir so, dann kann man ja auch nicht aus Versehen da runterrutschen. Nur wenn man es möchte, hier runterspringen. Was habe ich denn? Bogen. Bogen direkt wieder reparieren. Diese Viecher, ne? Diese Viecher. Die Gegend hier muss unbedingt mal besser ausgeleuchtet werden. Du lebst immer noch? Oh, come on! Wie gut er ausweicht. Was ist das? Naja, vorerst. So. Upsala. Oh gosh. Ja, das ist brandgefährlich hier. Oh man. Also wir müssen unbedingt hier das Glas setzen. Fangen wir mal damit an. Mitten in der Nacht. Naja, nicht sehr schlau, ist jetzt erstmal egal. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man hier auch wirklich nichts auslässt. So eine kleine Lücke kann nachher sehr ärgerlich sein. Okay, hier mache ich auch mal eins rein. Ist das mal gruselig, hier so drüber zu laufen. Geduckt geht's ja noch, aber wenn jemand dann das Ducken mal weglassen will, dann wird's wirklich gruselig. Dann zeigt sich's, ob man gut gearbeitet hat. Nur ein Kaninchen da hinten. Das darf da bleiben.
Und hier geht man einfach so ein bisschen runter, oder? Hm, macht das Sinn? Ich denke schon. Na? Ja. Das war falsch. Egal. Hier geht's schon eins runter. Okay. Und das hier nehmen wir wieder mit. Völlig intakt. Genau. So. Das bedeutet, ich bin jetzt nicht geduckt. Ich laufe hier einfach so drüber. Und wenn hier irgendwas kaputt sein sollte, falle ich einfach durch. Ins Nirvana. Naja, unten auf dem Boden. Es sieht aber gut aus. Scheint überall was zu sein. Gruselig. Yay. Geschafft. Oh Mann. Oh Mann. Okay, okay. Um jetzt runterzukommen. Was ich eben hätte schon machen können, wäre so ein Schild setzen. Ist aber jetzt nicht schlimm. Huch, nee, hier hin. So ein Teleport-Schild. Brauchen zwei Stück. Hm, gibt hier mal drei. Okay, lassen wir das mal so. Ich hab's gehört. Ach, dich hier. Gosh. Was gab's? Drei Tintenbeutel. Es wird wieder Tag, das ist gut. Das hier, ja, so stelle ich mir nachher auch so ein bisschen den Boden vor. Das wird halt so ein Mix werden. Vielleicht wird das Ganze auch noch umrandet mit Holz, aber ich bin mir über die Maße von dem Ganzen noch nicht so sicher. Jetzt haben wir es erstmal dicht gemacht. Dicht ist dicht, bedeutet, die Gefahr ist erstmal gebannt. Hier fällt nichts mehr runter. Um aber trotzdem nochmal runterzukommen. Ach, wo packe ich eigentlich das Gegenschild hin? Wo kann man es hinpacken? Hier hinten, glaube ich. Bin jetzt nicht so ganz sicher. Es geht ja doch recht weit rüber. Und da ist nochmal so eine Art Höhle, glaube ich. Hm, okay. Whatever. Ich packe es einfach mal hier hin, das Schild. Nach unten. Und dann haben wir hier die... Wie war das noch? Die eckigen Klammern? Ja, das sind die eckigen. Wie ist das noch? Ich habe die ganze Zeit Shift Down im Kopf. Wie hieß denn das noch jetzt? Shift Down? Alter Schwede. Ich habe es gerade nicht mehr. Ich habe es. Ärgerlich. Muss ich jetzt zurücklaufen? Nur um nachzuschauen, wie das noch hieß? Ich muss nachschauen, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht mehr. Wie hieß denn das? Das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. Ach, das beamt mich gerade so ein bisschen. Oder wie war das? Ja, kurz nachdenken. Das, Move down, Shift down. Nee, ich muss nachschauen. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Aber die Koordinate kann ich mir auch wenigstens mal merken, ja? Gosh. So. Okay. 2299 67 minus 939 ist gemerkt. Okay. Beziehungsweise, ich hab's ja jetzt in der Aufnahme. Hier vorne, Gott sei Dank, hier ist gruselig. Ich muss nochmal nachschauen, wie dieser Befehl noch hieß. Mein Gott, er fällt mir gerade nicht ein, liegt mir auf der Zunge, aber nee. Hab ihn gerade nicht. Gut. Hier unten. Um das Ganze hier ein bisschen hübscher zu gestalten, habe ich noch so einen kleinen Einfall. Und zwar, wo macht man es am besten? Wo hängt es arg über? Hier vorne? Hier so. Ja, machen wir es hier hin. Das heißt, ich muss das hier nur schnell rausnehmen. Ja, habe es auch gekriegt. Alles ist gut. Dann haben wir das hier. Das darf darunter wachsen. Verteilt sich auch wahrscheinlich ein kleines... Es ist gerade verschwunden, weil... Wenn ich das wieder wegmache, kommt es dann wieder.
ist... Hallo? Gehen die Teile dann davon kaputt, wenn da drüber irgendwas ist? Ein Block oder so? Das kann nicht sein. Was war das denn jetzt? Das ist merkwürdig. Okay, also. Ich erinnere mich nicht mehr an den Befehl, wie es heißt, um sich nach unten zu teleporten. Go down? Oh Mann. Und die Veins klappen nicht. Das ist ein mega Fail. Das gibt's ja gar nicht. Okay, das war ein Plan, mit dass die Dinger da runterwachsen, dass es schön aussieht. Dann wollte ich die noch unten anpflanzen, also ein bisschen Wasser mit runternehmen und noch ein bisschen verteilen. Ja, da wollte ich mich mit den Schildern runterbeamen und die hier ein bisschen verteilen. Hm, habe ich irgendwas gehört? Ich gehe jetzt einfach nochmal runter. Just for fun. Aber was können. Yay. Oh, das macht das Spaß. So, hier darf sich das Ganze ein bisschen verteilen noch. Das heißt, die Sachen werden jetzt geöffnet. So, das sieht gut aus. Dann brauchen wir Erde dafür. Zum Wachsen haben wir auch. Das heißt, hier. Und hier kommt einfach ein bisschen Erde hin, da hinten auch noch. Das da. Und da kann es, wenn es gewachsen ist. Noch ein bisschen was hin. Jetzt packen wir unten einfach mal ein paar Veins hin. Mal schauen, ob sie von unten platzierbar sind. Wenn ich jetzt einfach mal, sagen wir mal. Ja, doch, gehen wir mal ein bisschen hoch. Dann setzen wir da mal eins hin. Okay, es bleibt. Also ganz merkwürdig, dass es direkt unter dem Glas dann irgendwie direkt verschwunden ist. Ganz komisch. Hier noch eins hin. Oder da. Komme ich dran? Ja, da hin. Das sieht hübsch aus. Bestimmt da vorne nochmal irgendwo. Da komme ich nicht hin. Hier komme ich hin. Okay. Ups. Lassen wir das mal. Oh Gott. Ich falle schneller, als ich ich schaufel schneller weg, als ich... als ich runterfalle. War das so richtig? Ja. Also man kriegt Schaden, wenn man einfach nur unter sich buddelt. Das ist echt krass, die Schaufel. Das ist wirklich Wahnsinn. Da oben hätte ich gerne auch noch eins. Und nochmal schauen, was da oben noch so ist. Eventuell auch mal ein bisschen ausleuchten. What the... Hä? Ist das natürlich? Hm, okay. Ja. Ja, was auch immer. Gut. Werden wir erstmal ein bisschen ausleuchten. Ganz schöne Kohle hier. Und hier noch eine. Okidoki. Dann können wir hier jetzt noch Veins platzieren. Da kommt eins hin. Und vielleicht da oben noch irgendwo. Geht das so? Da sieht bestimmt auch gut aus. Na, komm schon. Da, ja, da haben wir es doch. Jawohl. Dann wächst das hier so ein bisschen runter. Ich glaube, das, ja, das geht komplett dann bis nach unten. Okay. Das sieht schon mal schick aus. Jetzt vorsichtig beim Runterbuddeln. Gut. Auf keinen Fall gedrückt halten. Das ist echt übel. Das hier ist mir auch noch ein bisschen zu uneben, glaube ich. Das kann man noch ein bisschen... Sieht es etwas gemütlicher aus. Hier muss sowieso noch ein bisschen noch mit Kabel gearbeitet werden zwischendurch. Auch mit Slabs. Das lassen wir so. Okay, dann kommt hier noch einer hin und so. Sieht schon mal ganz gut aus. Und zum Abschluss noch ein bisschen hier von dem Zeug. Wie auch immer, ich meine, man kann das ja hier so ein bisschen wachsen lassen und... So. Dann hier kommt es runter. Und da hinten am Wasser auf jeden Fall noch. Ja, komm schon. Das heißt, hier so...
dieses eine hier darf auch noch ein bisschen das Wasser runterwachsen oder hier vorne? Hm. Dort ist noch wenig grün hier an der Stelle. Packen wir es einfach da oben hin. Hier auch komme ich, da auch komme ich nicht, da auch komme ich, aber das ist egal. Packen wir es da hin. Passt schon. So. Das ist Step 1. Sieht schon mal ganz gut aus. Nee, das war nicht gut. Jetzt geht's wieder nach oben. Gut, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's hiermit dann einfach weiter, weil da ist noch einiges zu tun und richtig schön aussehen tut's ja noch nicht. Also, da müssen noch was gemacht werden. Alles klar. Dann toll, dass du dabei warst. Bis dahin. Oh, oh, oh Gott. Ciao.